Hallo liebe Top-Familie, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Werk auf meinem Kanal. Wir reagieren auf ein neues Video von Julian Bam. Wer hätte das denn gedacht? Das Video geht nur 3 Minuten 13. Und das Video heißt Epic Mirror Dash. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ju trägt hier unter dem linken Auge irgendwie ein Pflaster. Hat sein Handy in der Hand, filmt damit. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Bin einfach erstmal nur gespannt. Anni! Geil, das erinnert mich so ein bisschen, hier, wie heißt das, dieses Daumenkino. Ich erinnere mich noch in der Schule daran, nicht Schule, hier an die Grundschule. In der Grundschule haben wir selbst tatsächlich mal auch so ein Daumenkino selbst gemacht. Hatten wir so einen Block, so keine Ahnung, das waren so 50 Zettel und dann muss man ja immer so ein Pixel immer so weitermalen und das erinnert mich gerade daran. Das heißt, man filmt halt eben so diese Sequenz und dann macht man das aber schneller. Ist so, sag ich mal, das gleiche Prinzip. Ich filme, wie ich zum Beispiel hier in meiner Webcam, so von hier nach hier fort zum Beispiel, und dann spielt man das halt schnell ab mit einer Sequenz, mit so einer Geschichte in dem Sinne, weil zuerst, wenn man das jetzt so sieht, es kommt immer eine Blume dazu und dann wird er auch überholt, wie man hier sieht. Dam. Immer so ein Pixel weiter. Also das finde ich ist wirklich richtig cool. Aber am Anfang erstmal wieder Andi. Andi ist wieder mit dabei. Auch cool. Stopp. Oder Pots. Geil, Mann. Ist das geil. Was kommt denn jetzt? Jetzt ist alles verkehrt herum. Oh mein Gott, dieser Plot-Twist. Wie geil ist das denn bitte? Oder ja, dieser Twist da drinne. Auch geil, man hätte so dieses Handy fallen, aber so mit diesem Effekt, dass man das dann wirklich sehr langsam macht und dann von unten nach oben, dass das so gesehen zurückgespult wird und das Bild gespiegelt ist. Mega geil, mega geil. Ah, jetzt sieht er richtig um. Boah, geil, Mann. Der steckt da an uns. Dieses... Nee, warte mal, wo ist das? Oh, dieser Effekt, wie die Beine da erst rausgucken, das ist ja auch geil. Ja, wartet mal. Warte. Ja. Wie geil ist das denn? Also, ey, solche Videos sind einfach nur echt cool anzusehen. Sowas ist episch, wie es auch im Titel steht. Also, das ist wirklich episch. Was ist das für eine Musik? Die Musik gefällt mir richtig gut dazu. Das passt. Passend, ganz genau passend dazu. Und wieder nur so die Beine rausgucken und gleich ein Smiley da drauf ist. Da. Mega geil, so diese Augenbrauen, so richtig markante Augenbrauen. Finde ich mega geil, gefällt mir richtig gut. Oh.
schon wieder an. Oh geil, jetzt rückwärts. Oh, ist das geil. Wow, geil. Andi. Geil. Und jetzt gibt's eine blonde Adi. Und von vorne. Geil. Ey, das war mega geil. Das war mega geil. Mit TikTok kommt ihr ins nächste Boolean-Video. Wow. Wie lange ist das denn her? Aber, ey, mega geil. Mega geil. Hat mir echt gut gefallen. Danke nochmal natürlich hier an DragoranFan1230 für die Playlist. Wir haben jetzt einige Videos, sag ich mal so, für die nächsten Wochen, worauf man reagieren kann, von Ju, Rezo und Phil Laude. Sind Videos da drinne. Von daher, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn es so ist, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ist immer was Tolles. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus und lasst doch sehr gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr Teil der Top-Familie werdet. Wir wachsen aktuell täglich, das ist schön. Von daher, ich heiße euch alle hier herzlich willkommen. Ihr seid herzlich eingeladen, hier mit teilzunehmen und Teil einer großen, tollen Familie zu werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen 16 Uhr einschalten. 10. Folge von Krass Klassenfahrt. Heute in einer Woche kommt das... nee, nicht heute. Morgen in einer Woche. So kommt die letzte Folge dann auch schon. Von daher, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.